Guten Morgen zusammen oder besser gesagt gute Nacht. Meine Frau ging vor etwa einer Stunde arbeiten oder eineinhalb Stunden mittlerweile. Ich konnte bis dahin nicht einschlafen. Deshalb dachte ich, ich zeige euch meine weiteren Fortschritte an der Anlage. Habe auf der Anlage die Fliesen verlegt, um die Geräusche abzudämmen, da ja das Holz leitet. Ich zeige euch mal eine Übersicht. Und ihr seht hier die weißen Flächen. Also hier kommt ein Bahnsteig hin. Hier ebenfalls. Und hier auch. Und hier ist die Zufahrt für den Güterbahnhof. Und hier kommt eine Unterführung hin, die nach drüben geht. Und damit die Personen noch hier hinkommen, dürfen sie über die Gleise. Hier werden dann solche Bohlen verlegt. Das gibt es ja an Kleinbahnhöfen. Das Gleis wird ja dann weniger befahren. Was ich noch machen werde, dann, ich würde hier einen Zaun, bis etwa hier hin. Ja, damit die Leute nicht auf die Gleise gehen dann. Und hier, wo die weiße Fläche ist, kommt dann der Lokschuppen hin. Ich habe ihn schon mal abgemessen. Er ist so groß wie die weiße Fläche. Ich habe ihn bestellt. Ich habe jetzt auch noch mal ein paar Loks hingestellt, um zu schauen, wie viele Lok ja, das darin Platz haben. Und ich hatte noch eine Idee vorher. Ich habe ja hier das Zufahrtsgleis zum Rangieren. Hier hin kommt ja ein Futtermittelhandel und die Landi. Und diese Ebene wird angehoben auf gleicher Höhe wie die Bahnsteige. Und ich werde dann, ja, mir fehlen gerade die Worte, es ist halt spät in der Nacht. Ich werde dann das Holz einkleiden mit Karton. Ja, ich weiß schon wieder Karton. Und eben noch meine neue Idee. Ich habe ja vorher den Gleisverlauf hier entlang gehabt, aber irgendwie gefiel es mir nicht und dachte, ich machen wir es ein bisschen spannender. Hier geht ja dann die Hauptstraße entlang. Und ich dachte, ja, legen wir das Gleis auch der Hauptstraße entlang. Es reicht dafür eine Lok mit zwei oder drei Wagen zum hier hin und her rangieren. Für einen interessanten Betrieb. Und dazwischen werde ich vielleicht nicht so hoch, aber ein paar Chalets hinstellen oder vielleicht einen Bauernhof. Ja. Das wäre soweit mein Update zu später Stunde. Hier nochmal ein Überblick.
und werde in den nächsten Tagen die Bahnsteige machen und hier hinten auch, damit es mal vorwärts geht, damit ihr etwas zu sehen habt. Und ja, mein Stellwerk, das hier hinkommt, das ist leider immer noch nicht gekommen. Das muss ich immer noch gedulden. Ja, das wäre es soweit. Ich sage in dem Fall gute Nacht. Tschüss.